Ja. Das Fallen finden Ding finde ich auch schon mal nicht verkehrt. Will ich unbedingt gleich mal ausprobieren. Dann nehme ich mal hier im nächsten Raum. Ich glaube, das war auch Verbrauch pro Tag. Benutzung am Tag, genau. Also Spiellinse. Scheinen keine Fallen zu sein. Hallo Statue. Statue fühlt sich kalt an. Die Statue wird angegriffen. Ich möchte die Statue angreifen. Oh, hallo. Hier ist irgendwie Pest. Kelgaras, da hinten ist Kelgaras, hallo. Bewegungsrate gesenkt und gelähmt sind wir gerade. Also ist das hier ein Fallenraum einfach nur und wir können diese Statuen gar nicht zerstören. Aber wenn wir mal, ja, nicht wieder gelähmt sind, können wir ja eigentlich mal durch. So. Eben schnell die Heilertasche hier raus mitnehmen. Igitt. Wir sind schwer verwundet. Dann wollen wir uns mal eben schnell heilen und auch Dorner heilen. Wahrscheinlich ausruhen. Doch, wir können uns ausruhen. Ach, hätte ich mir das doch sparen können. Das war ja gemein. Gemein, 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 gemein. Naja. So ist das halt manchmal. Und weiter geht's. Wir werden Kelgaras noch eins drauf geben. Oh, was ist das denn? Da ist eine Tür. Und da sind Feuerballfallen. Bodenhebel. Was macht der Bodenhebel? Irgendwie gerade nicht viel. Ich möchte da irgendwie mal hoch. Geht das? Hier, da, Tür. Geht die auf? Irgendwie muss es doch hier wieder eine andere Möglichkeit geben. Können wir mal aktiv suchen? Oder suchen wir die ganze Zeit schon? Ach nee, wir suchen die ganze Zeit. Was machen wir denn jetzt, wenn wir entdecken? Gilt das auch für Geheimräume und sowas? Weil jetzt muss doch hier noch einen anderen Weg vorbeigeben. Irgendwie passiert hier gar nichts. Ich frage mich, ob es die Hebel hier bringen. Hallo? Fünf Menschen, die gewesen Richtung Norden unterwegs waren. Da, fünf. Waren es nicht mal zehn? Hier ist doch bestimmt eine Geheimtür wieder. Da wette ich doch drum, weil hier können wir ja nicht. Wenn wir hier durchlaufen, sind wir doch Grütze. Das sind wir Grillwürstchen. Außerdem müssen wir doch irgendwie nach Norden kommen. Ja. Nicht so wichtig. Ich will ja nicht mit dir reden. Ich will das da betätigen. Auch, dass das da hinten so blinkt. Wir müssen einfach mal ein bisschen stehen bleiben. Ich könnte noch wetten, dass hier irgendwo eine Geheimtür ist. Oder dass wir da irgendwie reinkommen können. Wieso können wir da nicht rein? Können wir die Tür einschlagen? Nein, können wir nicht. Was anderes können wir aber auch nicht machen.
Oh, wir brennen. Zurück. Eben gleich wieder kurz rasten. Also brauchen wir da gar nicht versuchen durchzurennen. Das ist natürlich nicht so schön. Können wir da sonst mit der Spiellinse was erreichen? Dass die nicht nur fallen, sondern auch Geheimgänge findet? Benutzt Spiellinse. Da? Nein, geht also nicht. Wollen wir eben einmal schnell speichern hier. Wenn wir da jetzt einfach durchrennen, ist vorbei. Ja, ich glaube nicht, dass wir das überleben, wenn wir jetzt einfach hier durchrennen. Wow, 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 wow. Ja, nee, da ist vorbei, das überleben wir nicht. Also muss es hier einen anderen Weg geben. Da müssen wir doch mal schauen, was wir da tun können. Was können wir da tun? Was können wir da tun? Muss doch hier eine andere Möglichkeit geben. Das ist eine Tür, die können wir nicht erreichen. Wenn wir hier zurückgehen, ist dann kommen wir wieder in die Verlegenheit. Ach nee, hier sind keine Viecher mehr. Können wir die angreifen? Waffe nicht effektiv. Waffe auch nicht effektiv. Nee. Hier ist auf jeden Fall nichts. Nichts, was uns weiterhilft. Aber irgendwie müssen wir doch an denen vorbeikommen. Ich kann mir das jetzt nicht anders vorstellen, weil ich glaube nicht, dass man hier durchrennen muss. Ist vielleicht was mit den Hebeln hier zu tun? Ach, irgendwie tätigt sich gerade die ganze Zeit. Ich betätige die hier. Wie so ein Bekloppter. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Na dann müssen wir mal schauen. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Außer dass ich vielleicht irgendwo noch was auftun könnte. Auch die Tür, die sind ja Richtung Norden und der Gang ist verschüttet. Das ist total blöd. Wozu können wir die hier nicht benutzen? Das ist total gemein. Ach ja, ach ja, ach ja, wieso? Wir kommen noch nicht durch. Also muss es hier irgendwo noch eine Geheimtür geben. Und vielleicht sollten wir hier Madame mal suchen lassen. Weitere Aktionen suchen. Vielleicht findet sie ja was. Und sonst bleibt uns hier erstmal nichts anderes übrig, als auszuharren. Ich glaube, wir... Ich rufe in der Zwischenzeit einmal unseren Lysander zurück. Irgendwo hier muss ja eine Geheimtür sein. Andersweitig kann ich mir das hier nicht vorstellen. Weil die Fallen können wir nicht deaktivieren, die überleben wir auch nicht. Nach Norden können wir hier nicht. Und das sieht so explizit nach einer Geheimtür aus. So langsam gehen mir die Ideen aus.
Die Tür können wir nicht benutzen, warum auch immer. Also, wie es, weil hier natürlich verschüttet ist, darum, aber warum hat man denn hier eine so markiert, dass die benutzbar wäre? Was ist das, was mich halt irritiert? Komm schon, zeig sie mir. Mach mir hier die Tür auf. Ich weiß, dass du da bist. Verdammt nochmal, ich weiß es. Komm schon. Zeig dich. Haben wir vielleicht irgend noch was an Tränke, die uns unterstützen? Nee. Schmetterhorn. Adlerhafte Pracht, Weisheit, Ausdauer. Nichts Hilfreiches dabei. Adleraugen entdecken. Scheiße, können wir doch gut. Hier, da. Das wird wohl noch eine Weile dauern. Wahrscheinlich kann ich hier noch eine ganze halbe Stunde stehen und es wird nichts passieren. Ich weiß aber, dass hier eine Geheimtür ist und ich weiß auch nicht, was wir jetzt machen sollen. Sie zeigt sich ja nicht und ich glaube, da muss ich echt nochmal überlegen, wie wir da jetzt an diese Tür kommen. Ja. Weiß auch nicht. Ich denke mal. Ja, was denke ich? Ich denke mal, bevor ich hier verzweifle, werde ich ganz kurz eine Pause machen und mich gleich wieder hier ansetzen, wenn ein bisschen der aufbauende Frust sich gelegt hat und dann geht's schnell weiter. Bis dann. Gehabt euch wohl.